So, zurück zu Horizon. Wir machen direkt weiter. Und immer noch hier unten. Unterwegs in dieser Einrichtung. Haben letztes Mal ziemlich viel Text mitbekommen. Auch ein bisschen gefightet. Und ja. Es wird, denke ich mal, noch viel mehr Text und Story geben in den nächsten Parts. Müssen ja irgendwie in ihr Büro rein. Von der Frau. Dr. Sobek. Hier haben wir ja aufgeräumt bis zum letztes Mal. Jetzt den Typen beseitigt. Dann ist das Ziel okay. Willkommen bei Hades. Zero Dawns sicheres Vernichtungsprotokoll. Die ultimative Killer-App. Tja, Sie denken bestimmt, der Zweck von Gaia ist die Schöpfung von Leben. Was soll also diese Unterfunktion, deren einziger Zweck es ist, alles Leben auszulöschen? Ich meine, wie bitte? Ist doch irre, oder? Tja, nein, gar nicht. Der Neuaufbau einer Biosphäre? Das ist hammerhart. Gaia ist zwar super schlau, aber trotzdem kann ziemlich viel schiefgehen. Ich meine, Sie sind also Gaia. In 200 Jahren und ihre neue Biosphäre läuft komplett falsch. Es gibt massenhaft Alkalien. Nadelwälder werden von Stürmen zerfetzt, die Noahs Arche versenkt hätten. Ein Chaos. Einfach nicht in den Griff zu kriegen. Was machen Sie jetzt? Die Phase 1 Organismen einfach freisetzen? Hoffen, dass ihr CO2 und Methan schon alles ausgleichen wird? Niemals. Was Sie jetzt tun werden, Gaia, ist Hades. Das Feld zu überlassen, damit er das macht, was Sie aus lauter tätiger Liebe zum Leben nicht können. Diese ganze missglückte Biosphäre abfackeln, damit Gaia es nochmal probieren kann. Okay, nicht abfackeln. Er kehrt die Terraforming-Prozesse um und erstickt alles. Das ist die grobe Idee. Hades setzt die Biosphäre zurück auf den Ursprung. Auf Null. Ein Reset. Und dann... Und nur dann überlässt er Gaia wieder das Steuer und sagt, mach's nochmal, Mädchen. Aber dieses Mal besser, sonst wiederholen wir das Ganze. Das ist Hades. Ganz schön krass, wenn man drüber nachdenkt. Vernichtung auf Abruf. Tod per Knopfdruck. Für die gute Sache schon klar. Trotzdem, ganz schön krass. Willkommen bei Hades. Willkommen. In der Leere. Okay. Wenn das also der eigentliche Zweck von Hades ist, warum will er mich dann vernichten? Wir brauchen mehr Daten. Und wie ist er im Wrack eines Ferrotitan gelandet, der von den Eclipse wie ein Gott verehrt wird? Ich weiß genauso viel wie du, Aloy. Such weiter. Okay, das ist also Hades, ein sozusagen Reset. Ein ziemlich radikaler Reset. Wow.
mich das kurz durchlesen. Ist ja alles quasi nach Göttern benannt. Hades. Gut, Gaia ist jetzt Mutter Erde. Apollo ist nach einer Gottheit benannt. Wir kriegen sehr viel Story mit in der Mission. Der einzige Weg zu sein. Willkommen bei Illuthea, Krönung und Gipfel von Gaias untergeordneten Funktionen. Denn durch Illuthea wird die menschliche Rasse weiterhin existieren. Ich bin Patrick Broschard Klein, leitender Alpha dieses Programms. Lassen Sie mich bitte eine Sache gleich von Anfang an klarstellen. Illuthea ist keinesfalls ein Gentechnologieprojekt. Unser Ziel ist es, das menschliche Genom zu erhalten und nicht zu verändern. Eine Momentaufnahme menschlicher Genvielfalt, eingefroren in der Zeit. Die genetische Quintessenz unserer Spezies unverändert. Ich sorge dafür, dass alle Aktivitäten den Klonrichtlinien von 2034 und dem Relay-Vertrag von 2048 entsprechen. Das erscheint bizarr, vielleicht sogar trivial in Anbetracht der gegenwärtigen Umstände, aber als einer der Verfasser des Vertrags ist es für mich keinesfalls trivial. Die praktischen Herausforderungen sind gigantisch in Umfang und Komplexität, aber nicht unüberwindbar. Nein. Globaler Abgleich und Aufbewahrung der Zygoten, Perfektion exogener Technologien, Entwicklung perfekter Dienstprogramme. Für die Versorgung und Prägung während der frühkindlichen Entwicklungsphase, all diese Programmkomponenten müssen sich perfekt ergänzen. Ganz zu schweigen vom dringenden Bau von Ursprungsanlagen an Standorten auf der ganzen Welt. Also, wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Was haben wir da noch? Das ist wieder Text. Das ist ja quasi mit Feist überschüttet dann in der Mission. Das wird wow. Schwer. Also man kann sich nicht beschweren, dass es zu wenig zu lesen gibt hier in dem Spiel. Da gibt es definitiv eine Menge von... Ja, das war... Wobei... Ich kann da einen benutzen. Den dann mitnehmen. Ursprungsanlagen. Elisabeth sagte, dass eine neue Generation von Menschen in solchen Anlagen entstehen würde. Das sagte sie. Also war der Berg der Urmutter eine solche Anlage? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Luke ging nicht auf. Da war irgendwas mit einer beschädigten Alpha-Registry. Ich muss Elisabeths Büro durchsuchen. Ich hab mir schon gedacht, dass wir da nochmal hinzurücken. Zurück müssen. Ich hab das auch so mitbekommen, dass wir da nochmal hin müssen. Als ich wegen der Quest nachgeforscht habe.
Da kann ich auch nichts in der Energiezelle holen. Wenn das passiert. Erstmal hier weiter forschen. Ist das? Logik allein so. Reicht nicht, Ted. Damit es klappt, muss Gaia ein wenig Eigeninteresse haben. Sie muss fühlen. Und wenn sie amok läuft, lernen wir gar nichts aus unseren Fehlern? Deinen Fehlern willst du sagen? Alles, was ich sage, ist, baut ein Notaus ein. Sie ist ganz jung, Ted. Ich halte ihr keine Waffe an den Kopf, wenn sie noch in der Wiege liegt. Du redest wie von einem Kind. Was, wenn sie ein Monster wird? Elizabeth, darf ich vielleicht etwas dazu sagen? Natürlich, Gaia, nur zu. Ich widerspreche nur ungern. Doch Mr. Farrows Argument ist schlüssig. Im Moment ist die Entwicklung meiner Psyche nicht vollständig vorhersehbar. Zum sicheren Erhalt des Lebens wäre ein Notfallschalter, glaube ich, eine Notwendigkeit. Da. Zufrieden, Ted. Himmel, Liz, mach, was sie sagt. Ein Notfallschalter, okay. Das war also quasi Gaia gerade, dieser schwebende Punkt, der da umherflog. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Irgendein Bauteil, das entfernt wurde. Roboter profitieren von Antilopini-Morphologie, obwohl Caprini eine höhere Belastbarkeit aufweisen. Du lernst schnell, Gaia. Dr. Sobek, während meiner vergleichenden Analyse der verschiedenen Säugetierstrukturen habe ich umfassende Daten über das Quartäre Aussterben gesammelt. Oh, und deine Einschätzung? Gaia? Logisch gesehen war das Aussterben eine natürliche Konsequenz. Aber ich finde den Verlust dieser Megafauna unglaublich traurig. Dass sie völlig in Vergessenheit gerieten, weckt in mir ein Gefühl der Trauer, das schwer zu beschreiben ist. Ist das ein Fehler? Nein, Gaia, gar nicht. Es ist gut. Sehr gut. Gaia kann also richtig fühlen, quasi. Ist nicht nur eine Maschine, ein Programm oder so. Es kann anscheinend auch fühlen. Es folgt eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit während des Umzugs nach Prime und dem Aufbau. Elizabeth, darf ich etwas dazu sagen? Wenn du am neuen Standort wieder läufst, schalten wir die Unterfunktion online und sehen, wo wir stehen. Elizabeth, ich erkenne Betrübnis. Geht es dir gut? Ja, doch. Ich begreife, dass uns die Umstände zu einem sehr frühen Start zwingen. Aber die Subsysteme sind betriebsbereit. Die Chancen stehen gut für uns. Aber wenn... Gaia, da draußen ist nichts mehr. Ohne Schutzanzug ist es unmöglich, überhaupt zu überleben. Milliarden Opfer. Ihr Tod war entsetzlich. Was ist... Was ist, wenn es umsonst war? Elizabeth, das Aussterben war unvermeidlich. Dank dir hat das Leben eine Zukunft. Glaubst du wirklich? Ich glaube an dich, Elizabeth. An dich und das... Und was glaubt sie noch? Weil du hast die Nachricht abgebrochen. Vielleicht dann das Gute. Tja,
Das war abzusehen, dass die Ortis-Mission fehlschlägt. Es konnte nicht gut gehen. Ich hab schon zu viel dabei. Die Alpha so, mal gucken. Intakt? Ja, sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen, hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Passenderen Tod für dich, Kind. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit, dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Er wuchs, als Hohepriester Bahavas verschwand. Und als der Sonnenkönig Itamen verschleppt wurde, wuchs er nicht nur. Er war gewaltig. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge. Und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen. Nein, er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm, unten an dem Ort, erkannte ich endlich, wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Den Hohepriester Bahavas eliminieren und uns Itamen wegnehmen. Und ich... Ich sollte dich gefangen nehmen. Hier...
damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Tolles Schicksal. Du folgst nur Befehlen, keinen kosmischen Wegen. Du bist wie ein Hund, den Hades an der Leine hat. Ein Diener, den er herumschubsen kann, wie er will. Es wäre zum Lachen, wenn nicht so viele sterben müssten. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf, klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe, was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen! Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst
könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen, wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden. Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne. Aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt. Lass sie die Erste sein von Tausenden. Das ist jetzt überhaupt und gar nicht gut. Ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Das ist verheerend. Großes dummes Ziel, ja. Das war ganz schlecht. Das große dumme Ziel macht ganz schön viel Schaden, Fräulein. Hat aber ganz schön viel Schaden, der Kollege. Hier rumliegt.
ich ein paar Teile. Eieiei. Verdammt, das habe ich ein bisschen zu viel davon genommen. Oh, danke. Seid still! Tötet sie! Tötet sie! Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen.
Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's von Horizon Zero Dawn für heute. Haben wir jede Menge erfahren, coole Cutscenes gesehen und einen coolen Bossfight gehabt gegen einen Behemoth. Also dann, bis zum nächsten Mal.